ganz herzlich in den Häusern, in den Wohnungen, vor den Häusern, vor den Wohnungen und hier auf dem Platz. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, wie gerne singen Jung, ich fange da schon wieder an zu spinnen, wie gerne singen Jung und Alt dieses Lied. Ein Brot, das sich in eine Rose verwandelt, dieses Motiv wirkt auf den ersten Blick sehr rührend. Aber das, was damit gemeint ist, passt zu meiner Erfahrung und steht für etwas, wovon ich als Christin überzeugt bin. Nämlich, dass das Brot, das geteilt wird, die Kraft hat, sich zu verwandeln. Das Motiv vom Brot, das als Rose blüht, spielt an auf die Legende der Heiligen im Gesetz. Sie war in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts Landgräfin in Thüringen. Und sie hat ihr Christsein ernst genommen. Obwohl es sich nicht gehörte, dass sie als direkten Kontakt zu den Ärmsten hat, hat sie die Ärmsten persönlich mit Lebensmitteln versorgt. Als der Mann sie dabei erwischt hat und ihren Brotkorb kontrollieren wollte, haben sich die Brote in Rosen verwandelt. Dass etwas durch Teilen nicht weniger, sondern mehr wird, das kenne ich aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Wenn ich zum Beispiel Freude, Hoffnung oder Leid mit anderen Leuten teile, wird die Freude größer, das Leid wird ein bisschen erträglicher. Und dass es eigentlich darum geht, zeigt ja der Kehrvers, der von der Liebe spricht, die alles umfängt. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute von sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Ganz auf das Wohl des anderen konzentriert, etwas mit Gott zu tun hat, ist ein Kernstück meines Glaubens. Wo die Liebe ist, da ist Gott. Und echte Liebe ist eben so stark, dass sie nicht bei meiner Familie und bei den Freunden stehen bleibt, sondern auch die erreichen will, die am Rand der Gesellschaft stehen. Gerade da, wo die Liebe die Ärmsten erreicht, ist Jesus auch nicht weit. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt. Menschen haben heute eine unbestimmte Sehnsucht danach, mit Gottes Kraft, die schützt und stärkt, in Berührung zu kommen. Sie suchen eine Antwort auf die Frage, wie erfahre ich ihn? Wie kann ich mir gewiss sein, dass es Gott gibt? Dieses Lied gibt eine nicht ganz bequeme Antwort darauf. Teile dein Brot, verschließe die Augen nicht vor dem Leid anderer, lindere Not, wende den Blick weg von dir selbst,
weg von deinem eigenen Vorteil. Da warten andere auf dich. Da gibt es eine Aufgabe. Wo das geschieht, so wiederholt es der Refrain einprägsam, hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. Wo das geschieht, erlebst du etwas von Gottes Schutz und Wärme. Dieses Lied, und das ist seine Stärke, trennt das Nachdenken über Gott nicht vom Handeln in dieser Welt. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. Ja, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht, Liebe, die alles umfängt. Komponist Kurt Grab hat das Lied 1981 für Jugendliche komponiert, die sich auf Elisabethwallfahrt nach Thüringen begeben haben. Und es sind ja die Christen in Leipzig, die in den 80er Jahren eine Revolution ohne Gewalt erreicht haben. Sie haben sich in der Nikolaikirche zum Gebet getroffen und von diesen Treffen ging die Bewegung aus, die zur Wiedervereinigung unseres Landes geführt hat. Die Überzeugung, dass es mir mehr bringt, wenn ich teile, als wenn ich ängstlich mein Hab und Gut raffe, gehört zu den Grundwerten des wiedervereinigten Deutschlands. Und gerade jetzt, wo durch die Pandemie wirtschaftliche Einbrüche sein werden, und müssen christliche Werte wie Nächstenliebe neu buchstabiert werden. Da macht mir gerade dieses Lied Mut. Das Brot, das wir teilen, als Rose blüht. Wir brauchen die Visionen dieses Liedes. Denn es spricht eine andere Sprache als die vieler Konzerne und Banken. Es erinnert an eine wohlhabende Frau, Elisabeth von Thüringen, die spürte, dass sie zu größeren Berufen ist, als wir Schätze am Es erzählt von einem Gott, der uns im Teilen nahe kommt, Hoffnung schenkt und mit Liebe umfängt. Über einen sehr reichen Mann, der seinem Sohn zeigen wollte, wie arme Menschen leben. Der Vater und der Sohn verbrachten dafür einige Tage bei einer sehr armen Familie, die in der Nähe lebte. Als Vater und Sohn nach dem Besuch nach Hause zurückkehrten, fragte der Vater: Verstehst du nun, was es bedeutet, arm zu sein? Ja, das weiß ich jetzt, sagte der Sohn. Kannst du mir denn einmal den Unterschied zwischen unserem Leben und dem Leben der Armen beschreiben, bat der Vater. Wir haben nur einen Hund, aber sie haben vier. Wir haben einen kleinen Swimmingpool auf unserem Hof, aber sie haben einen ganzen See. Wir haben bunte Lampen in unserem Garten, aber sie sehen den ganzen Sternenhimmel. Wir haben eine große Menge Bediensteter, die uns helfen.
Aber sie helfen anderen. Wir haben einen Zaun um unser ganzes Grundstück. Aber sie haben Freunde, die sie beschützen. Und ich habe geglaubt, dass wir reich und sie arm sind. In deinem Topf dich und noch einen anderen Menschen satt machen. Mögen die Früchte, die du teilen willst, nie schimmelig werden. Möge kein schlechter Gedanke in dein Herz dringen, der deiner Seele schaden könnte. Möge Gott dir helfen, Gutes zu tun. Ich wünsche uns, dass wir den Reichtum eines erfüllten Lebens ständig neu erfahren, dass das Dasein voller freudiger Begegnungen und angenehmer Überraschungen ist, dass Gottes schützende Hand uns hält und seine Liebe uns Geborgenheit schenkt. Ich wünsche uns Menschen, die die Kostbarkeiten unseres Lebens achtsam behandeln und gern unsere reichen Erfahrungen annehmen. Der Segen Gottes möge uns überall begleiten, sodass unser Herz voller Leichtigkeit und Heiterkeit mit dankbarer Freude die Schätze unseres Lebens bewahrt und weitergibt. So begleite uns Gott diese Nacht in den nächsten Morgen hinein. Amen. Schlafen Sie gut und einen guten Tag. Und bis morgen wieder.